Großstadtbummel, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmann Let's Play. Jo, wir sind hier in einer Großstadt mit jo, Backsteinen und so. Und jetzt versuchen wir mal, da ein bisschen Loot rauszuholen und mal zu schauen, was hier los ist. Vielleicht gibt es ja eine Arena. Ich sehe es jetzt noch nicht. Wir waren auf jeden Fall in diesem Gebäude hier links. Kurz unterwegs. Schauen wir mal weiter. Und ja, ein paar Sachen brauche ich dann auch nicht mehr im Inventar. Dass wir nicht so viel ja, voll sind. Ich glaube, es war die Treppe, wo wir oben waren. Wir sind aber in einer anderen Treppe. So ein Meisterball-Gemälde nehme ich mit. Okay, es ist egal. Es ist ja nur ein Gemälde. Wechselt halt immer wieder. Aber, jo, da hatten wir noch einen Helm oder so. Eine Offiziersmütze vielleicht. Schwarze Wolle, Kumu-Milch, ja, nicht unbedingt. Oh, Ultra Deep Sea Pickle. die Sachen brauche ich, denke ich mal, nicht. Was ist das hier? Was ist das? Brand Floor Gym sein. Okay. Ein Arena-Zeichen. Magmerna. Kann ich das irgendwie abbauen? Oh, ich wollte eigentlich rausbauen. Das ist irgendwie nicht zu sehen, aber eine Tempelsäule haben wir dadurch bekommen. Ja, mit der kann man nichts machen. Eine Saphirschaufel. Amethystenhammer, den brauche ich. Kristallhammer brauche ich auch noch. Also das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja, ich weiß es gar nicht mehr so. Los, Schweinefleisch möchte ich auch. Gemälde können wir selber machen. Jo, nehmen wir einfach mal das Wichtigste mit. Gut, und hier haben wir noch Schwarzglanzstein. Glanzstein. Eine schwarze Scherbe, die nehme ich mal mit. Und eine gelbe Scherbe nehme ich auch mit. Vielleicht brauchen wir es. Und hier haben wir nichts mehr sonst. Und dann waren wir in der anderen Seite vom Gebäude. Uah, meine Güte. Ist einfach ein Loch. Und wie immer, der Physikmod wurde wieder zurückgesetzt. Wo war das? Da. Mob. Immer schön runter. Ich weiß nicht, wieso sich der immer zurücksetzt. Aber das ist in der neuen Version besser. Ja, machen wir da nur noch. Hey, kann man da irgendwie dazwischen? Ja, so. Gut, meine Güte, muss ich mich ein bisschen erinnern. Wir waren, glaube ich, hier drin. Kann das sein? Ist schon einige Zeit her. Ich glaube schon, wegen diesem grünen Gelände. Ich glaube, hier waren wir drin. Okay. Haben wir sonst irgendwas noch? Naja, die Pikachu-Tasse, der Kühlschrank stimmt. Genau, hier waren wir drin. Jo. Eine Wildbierbeere, okay. Ja, ein paar Sachen kann ich dann wieder nachholen, oder? Können wir dann wiederholen? Genau, hier waren wir drin. Das ist. Jo, da gibt es ein paar Sachen, die ich gerne noch holen würde. Jo, ich will jetzt auch nicht allzu viel da vergeuden. Aber wir müssen halt schauen, dass wir auch noch ein paar Objekte dann kaufen können. Also ich denke, wir kämpfen dann bald gegen Arena-Leiter, also gegen ja, normale... Oh, da sind ein paar Sachen drin. Gegen normale Trainer, genau. Das ist das so. So. Oh, hier haben wir noch mal ein paar Superbälle. Die haben wir auch, sehr gut. Eisheiler X und Griffner. Nicht jetzt gerade. Papier und Filme. So, aha. Eine sind Wiederbälle, die brauche ich nicht. Was haben wir denn sonst? Ein Spielplatz. Zwei Spielplätze. Sehr kinderfreundlich. Hier oben hätten wir wahrscheinlich noch etwas. Okay, ein Sofa.
So, was verkaufst du? Du verkaufst das gleiche wie der andere ungefähr. Und die noch die Briefe. Kannst du gute Köder? Aprikokos? Gehen nicht. Ich mache sie zu fangen, einmal reinzubringen und sie dann zurückzuwerfen. Die Aprikokos jetzt oder die Köder? Genau. Das ist sehr gut. Wir klauen einfach den Leuten ihre Sachen, die sie verkaufen wollen. Also der Boxhandschuh. Wenn man es ihm ein Pokémon zu tragen gibt, schützt die ja, schützenden Handschuhe tun sich stärker machen. Also direkt in Kontakt irgendwie schützt es. Oder macht einfach stärkere Attacken, die den Gegner sofort treffen, also guten Kontakt haben. Also nicht sofort, sondern einfach Kontakt zum Gegner haben. Diese Attacken werden versteckt, denke ich mal. Zu viel Brot! Rubine, ja, die können wir selber finden. Müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Noch nicht. So, Honig. Knochencurry. Okay. So. Ja, haben wir geschaut, ja. Also, dann haben wir hier noch rechts irgendwas gehabt. Vendingmaschinen. Okay. Jetzt gehen wir noch ins Rathaus kurz schauen. Ist das ein Fahrradladen hier? Sieht das hier? Rathaus. Hallo, ist hier jemand? Ein Lift. Können wir nicht benutzen. Hallo, Level 2 Trainer. Darf ich dich herausfordern? Geht das? Ah, vielleicht anwerfen. So, also ein Radplatz. Steinwurf. Sehr gut. Schon gewonnen. Okay, ein Ratsfahrzeug einsetzen können auf Level 2. Wunderbar. So. Das ist eine rote. Hallo, du da. Ich würde lieber mit Pocken überwältigt von Skeletten und Zombies kämpfen. Okay. Tja, ist auch das der falsche Mod jetzt? Da ist irgendwie gar nichts. Sag nochmal. Ja, es hat eigentlich schlichte deutsche Übersetzung, aber die. Eine gute Idee, irgendwie. Habe ich noch nie gemacht, so. Angeordnet. Ist auch nichts. Und ihr habt was zu verkaufen? Oh, Curry. Okay. Ich bin Teil des Hund-Uster-Einsatzkommandos. Ich liebe meine Hund-Uster. Einbrecher jagen, erfahren gut, erschnüffeln. Sie machen das alles. Früher musste ich das machen. Oh. Es ist schwer, den ganzen Tag mit dieser Hitze hier zu arbeiten. Okay, ist eine große Hitze hier. Ja, kann ich schon verstehen in der Savanne. Ja. Und in diesem Laden. Okay, hier ist zu scheinbar. Ich kann drüber, also gehe ich auch hoch. Aha. Eine Saphir-Schaufel. Ich nehme jetzt mal die. Ich denke, man kann sich schon gute erstellen. Die anderen Sachen. Ja, kann ich jetzt nicht so gut einsetzen. Hier haben wir einen Walschal. Nur eine Attacke, nein. Ja, die anderen Sachen haben wir auch schon ein bisschen gefunden. Muss die hier überall noch alles rausnehmen. Ein TV, cool. Im Fernseher schon. Eine Waschmaschine, cool. Aber das will ich nicht benutzen. Ich will keine Waschmaschine momentan benutzen. Habe schon genug in letzter Zeit. So, jo.
Ganz unten hätten wir noch ein Abteil. Ist das eigentlich hier ein Slimer? Mega geiler Motte, der schon alles beinhaltet. Manche sagen ja, das neue Pokémon sei besser für Foxelmon. Der neue Foxelmon-Mod. Aber ich finde den alten immer noch am besten und der wird auch ziemlich weiterentwickelt. Ich weiß jetzt nicht, der Foxelmon-Mod ist sicher schon 1 oder 2 Jahre bekannt und viel hat sich dort noch nicht gemacht. Scheinbar hat der Entwickler nicht so viele Lust. Oh, kannst du mir ein paar Apikoko ernten? Ja, ja, ich kann. Ich hoffe, ich verliere die nicht. Ob ich den wieder finde? Ja, ich denke schon. Oh, hier sind große Tränen. Nein, möchte ich nicht. Und hier haben wir auch nicht so tolle Sachen scheinbar. Naja. Ah, das ist wieder das gleiche Gebäude. Eine Saphir-Axt. Okay. Wir benutzen einfach die immer. Lohestab. Lohestab würde ich jetzt gerne mitnehmen. Ich tue jetzt mal das Boot nicht mitnehmen, sonst habe ich wirklich keinen Platz mehr. Und hier sind noch andere Scherben, aber kann ich wie nicht mitnehmen. Ich tue jetzt mal die grüne mitnehmen. Und nehme noch Tempelsäule brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also das kann ich später danach noch holen. So, auf jeden Fall Sachen, wo ich halt wirklich brauchen kann. Gut, also dann gehen wir mal hier außen herum. Weil hier haben wir noch mehr. Hier haben wir noch Horkbären und Himibären. Ich denke, was ist denn das? Ist das ein Kangama? Ein Boss? Haben wir hier die Stadt Ziegel? Ja, haben wir. 100 Meter weit weg. Also dann gehen wir mal kurz zurück, denke ich mal. Jo, teleportieren uns zurück. Ja, es ist ein Mega-Kangama, denke ich mal. Ich glaube, das gibt's wegen dem kleinen hier vorne. Oh, geil. So. Jo. Lager. Und schon sind wir zu Hause. Das, ja. Ist sehr angenehm. Aber hier müssen wir dann schauen, dass der Baum nicht zu groß wird. Ja, der ist ein bisschen im Weg. Ich glaube, ich fehle ihn schon. So, dann tue ich doch mal Lohestaub auch hier rein. Eisen und so könnte ich auch brauchen. Hier ist wichtig, dass wir irgendwas decken könnten. Okay, diesen Trank hier. Jo. So. Dann haben wir hier noch weitere. Nehmen wir den hier rein. Die anderen pflanzen wir an. So, dann können wir eigentlich hier oben noch die Laterne rein tun. Und zum Beispiel hier die Fackel noch. Boah, ich komme nicht mehr raus. Also ich fälle jetzt den mal. Das ist die Axt. Können wir das abbauen? Ja, es geht einfach sehr lange. Ist es keine richtige Axt oder was ist los? Nee, nee. Weiß ich nicht, ob die Stärke war, die Eisenaxt, aber irgendwie ist es langsam. So. 3 Stück, sehr gut. Die machen wir mal irgendwo anders hin, da drüben. Damit ein bisschen mehr Platz gibt. Zum Beispiel hier, 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 so. So, diesen Baum können wir dann auch direkt fällen, ich glaube. Ja doch, das geht. Ich glaube, die Axt ist nicht so gut. Irgendwie geht es langsam. Okay, tun wir die Axt nicht benutzen und die Schaufel auch nicht. Wir können ja kurz mal nochmal Eisenwerkzeug craften. Wir haben ja noch ein bisschen. Ja, es reicht nicht, aber eine Axt. Ja doch, eine Schaufel reicht ja. So. Jetzt setzen wir die Dinger da oben. Tun wir mal die Sachen rein. Die sind scheinbar nicht so gut. Keine Ahnung wieso.
Aber eigentlich ist ja Saphir sehr widerstandsfähig. So. Gut. Hier auch alles weg. Wir brauchen jetzt Platz für die Bären. Wie die Wolken immer fallen. Die blinken immer so komisch. Könnte so vom Mod, an Mod liegen oder so, dass manchmal Wolken dunkel werden. So. Kenne ich sonst eigentlich nicht, dass irgendwie die Farbe der Wolken immer ändert. So, wir haben ein Level 5, aber wir haben Nocti, ja. Nocti heißt, okay. Ist nicht so gut gegen den anzutreten. Also hier haben wir Pyapa, Labrus. Okay, Japa und Labrus. Dann haben wir hier neu diese Bären, die können nicht hier drauf. Und hier haben wir Borleo, okay. Nehmen wir auch wieder zwei. Dann haben wir Wildbierbären, die kenne ich noch aus der dritten Gen. Sicher gut. Tamotbären. Pumpkinbären haben wir nur eine. Und was haben wir noch? Fichtensapfen, die ich denke ich mal hier hinpflanze. So. Eichensetzlinge sind ja alt, nicht vom neuen Mod, also vom Mod, den wir eingefügt haben. Und hier haben wir rote Apikokos, genau. Okay, dann mach die Birke hier weg. So langsam brauche ich sowieso Platz, also einfach mal die Bäume wegmachen. Kurz einfach ein paar, immer schön ein bisschen kurz die Farming-Arbeiten machen. Sind wir auch bald soweit. So. Ich denke, jo. Oh, ist schon. Vielleicht dieses Pokémon hier. Das ist Pflanze. Das ist Bormi, Level 5. Mit Steinwurf, denke ich, ist es sehr effektiv. Oder Schutzschild, nein. Volltreffer, sehr effektiv. Und tot. Okay. Dafür haben wir Fäden bekommen. Sehr wichtig. Gut. Also. Sonst haben wir keinen Loot mehr hier. So langsam die Apikokos ernten noch. Komm. Weil wir schon dabei sind. Mal ein bisschen ernten. Aber manchmal, man kann nicht irgendwie ernten. Man muss eine blanke Hand haben. Das ist doof von diesem Mod. Man muss dann immer wieder die Items rumsortieren. Hier hätten wir Wassersteinscherben, aber da war ich jetzt noch nicht so. Lass ich mal. So. Eine weiße Bikoko. Tut natürlich wieder hier hin. So. Da oben kann ich es leider nicht erreichen. Dann nehmen wir die Klotz hier hin. Dann können wir es erreichen. Ja. So. Da oben auch. Ich müsste wie eine Treppe oder so machen, dass ich da hochkomme. Ja, wieso nicht? Eine schöne Treppe machen. So. Genau. Wenn man doch das schon kann, dann kann man es auch. Dann macht man es auch. Da oben unten habe ich noch eine schwarze, aber ich habe gut gesehen. So. Ich habe sie, denke ich, mal eingesammelt. Jetzt muss ich schon wieder hoch. Mann, ist das umständlich gemacht. So, jetzt. Und dann haben wir hier noch Leblosbeeren, genau. Und die wieder alles. Nicht abbaubar machen. Ach, wie schön. Uah. Ist doch ein bisschen weiter. So. Aha, wir können sie wieder nicht abbauen. Oh Mann, Inventar. Anordnung von Minecraft ist katastrophal. Wenn man schon bedenkt, oder wenn man es immer braucht. Immer zum ersten Slot, wo man ja braucht, oder? Dort müssen die Items landen. Okay, wir haben ja hier auch noch einen Plan. Es ist. Oh, das ist ein Megavieh. Sieht so aus wie ein fetter Strauß oder so. Sieht so echt komisch aus. Dann haben wir hier. Einfach mal kurz mit dem Schwert. So. Und hier ist wieder der Wurm. Nie ohne Kundo. 10. Wir könnten es schaffen.
Einfach mal kurz probieren. Wickel ist nicht sehr effektiv, sehr gut. Und jetzt noch mal, machen wir mal Lebensschuss. Okay, das ist eine starke Attacke gewesen. Ich sehe es jetzt gar nicht. Da setzen wir doch mal. Setzen Sie mir einfach an. Wangenruppel. Das ist stark sein. Ja, zu stark. Mist! Ich dachte, das wäre auch nicht ohne Wirkung, oder? So. Nein, ich wollte es eigentlich fangen. Ja, wenn man einfach die Element, also die Status-Ding nicht kennt. Ist ein bisschen doof. Jetzt. So, also. Dann tun wir doch mal die Bären rein. So, gut. Ich denke, ich tue jetzt so langsam mal die Pokebälle rein. Und haben wir Holz. So. Da tue ich mal den Kies rein und die ja, Kleinbälle, ja genau. So, also. Dann, was hätten wir noch zu tun? Einfach ein bisschen, ja, das Richtige machen, also das Feld. Okay. Ah ja, ich hab's gemacht. So, und dann noch diese hier. Die rote Beete, die es in der Schweiz nicht gibt, wir haben noch Randen. Randen sind sozusagen die rote Beete. In der Schweiz. Ist ein bisschen einfacher, oder? So, kampfunfähig, stimmt. Wir könnten eigentlich rumswitchen auf Wurstblitz. Doch, der ist Blitz, glaube ich. So, Wangenrubler. Das war der Blitz. Oh, sehr gut. Können wir noch einen Biss? Nein, es tötet. Ja, ein Schwalbini brauche ich nicht unbedingt. Wenn es motivierend ist, ja, dann einfach sagen, dann kann ich eins fangen und es auch spielen oder trainieren. Sehr gut. Okay. Dann nehmen wir. Ach Gott, ich nehme diese blöden Fäden. Wer hat das erfunden? Dass Felder kaputt gehen mit Hüpfen. Also in einem Pixelmon-Mod hatte ich eigentlich immer Probleme mit den Pokémon, dass die Felder kaputt gemacht haben, weil sie herumhüpfen. So, gut, die Bäume wachsen auch hier. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen. Und so langsam können wir eigentlich das Haus auch bauen. Wir müssen gezielt vielleicht ein paar Pokémon fangen, siegen, die zum Beispiel Wolle geben. Oder ja, irgendwo ein Gebiet, wo wir wirklich mal alles abbauen können. Ich weiß nämlich noch nicht so ganz, was ich bauen soll. Was haben wir geplant? Wir haben eigentlich geplant, so ein bisschen die Elemente zu zeigen. Die Status, wie heißen die? Also die verschiedenen Pokémon-Typen, genau, Typen. So. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, was und wie. Also vielleicht hier eher Käfer. Wie schon eine Spinne sehe. Ist das Weberack? Ja. Okay. So, machen wir den Baum noch hier. Ja. So, wo haben wir dann hier die Holzstämme? Hm? Sieht man nicht so sehr mehr. Schon ziemlich dunkel geworden. Okay, so langsam haben wir alles. Hier haben wir noch einen. Blöder Baum. Sehr gut. Okay.
Wunderbar, die großen Bäume, die gehen auch schneller, wenn das Laub auch weggeht. Das ist ziemlich gut. So, also, Loot haben wir von den Bäumen. Ganz viel, oder? Auch diese kleinen Pünktchen, diese kleinen, ja, Reste. So. Hier haben wir Gras. Hier haben wir Gras auf Sand. Okay, cool. So. Schau, wie die Schwalbinien taub sie. So ein Carpathor könnte ich eigentlich besiegen. Gibt sicher gut EXP. Trotzdem. Ja, dann machen wir das Blitzvieh noch. Oh, das ist Level 14. Das ist jetzt ein bisschen groß. Ich dachte immer, Carpathor sind sie so Level 10 oder weniger. Kommt vielleicht auf das Gebiet darauf an. Ich glaube, das ist ein Fluss hier. So, Fisch, Fisch, Fisch. Und Level 16. Oh. Ja, das kann Tackle, mein Gott. Aber Level 15 können sie Tackle stellen. Ich möchte gerne. Du bist paralysiert. Ich möchte gerne Pokéball werfen. Das war ein Superball. Ich glaube, aber Level 25 ist Hyperball besser, aber vorher. Denke ich mal, ein Superball völlig ausreichend. Je nach Pokémon. So, ich habe einen Carpador. Ich bin jetzt, ab jetzt bin ich der Carpador-Trainer. Ich muss nur einen PC finden. So, und was ist das da oben? Avoidance, Dance, okay. Ah, damit man nicht so schnell wieder angegriffen wird, wahrscheinlich. So, können wir das hier reinlegen? Dann hier. Fisch auch, oder Fisch können wir drüben noch. Die Bären, ja, genau. Dann haben wir auch mal wieder Holz. Noch mehr Holz, okay, ich habe schon genug. Können wir die hier rein tun? Ah, hier ist Fisch, genau. Dann die Sticks hier rein. So, und das einzelne Eisen lassen wir mal. Wo gehen wir denn farmen? Wir haben ja eigentlich hier die Mine, stimmt. Noch ein bisschen farmen, kurz. Ja, wir gehen mal kurz farmen und dann beginne ich den nächsten Part. Mal unterirdisch. Hier unten können wir Gestein machen. Also wir könnten so einen Raum machen oder so mit Gestein. Okay, ist nix. Genau, hier haben wir die Pokémon, die angreifen noch. Bisschen weiter weg. Wir gehen mal nach oben hier. Ziemlich dunkel. So, hier haben wir ja Rubine. Und ich tue mal auch das Dorf looten beim nächsten Part, also wenn der nächste Part vorbei ist oder so. Kohle brauchen wir jetzt direkt nicht, oder? Was ist das? Bauxit. Das würde ich gerne irgendwo anders holen, denke ich mal. Kristallerz auch. Einfach ein bisschen durchschauen, ob es irgendwas gibt. Ja, auch nochmals die Stollen scheinbar. Okay. Vielleicht haben wir ja irgendwo Loot. Ist Lava. Okay. Sehr interessant hier der Stollen. Okay, ich glaube, ich habe Loot gesehen, oder? Ja, sehr gut. Das habe ich gehofft. Jo, sehr viel unterschiedlichen Loot. Krass. Und auch diese Scheiben schon wieder. Sogar eine schwarze Scheibe. Und das so ohne andere Schienen. Okay. Ganz komisch. Hat sich gelohnt, hier nochmal so runter zu gehen. Hier auch. Hier hätten wir noch Smaragd. Oh nein, Saphir, genau. Farben vertauscht. Und was ist das? Ein Wurm? Ist zu stark. Jo, das reicht. Im nächsten Part gehen wir wahrscheinlich irgendwo anders hin, um eine Mine zu graben. Aber ich möchte jetzt nicht hier beim Haus so viel graben. Ist mir nicht so. Wir gehen nach oben. So. Und könnten noch Eisenerz brennen. So.
ein bisschen Loot. Ja, doch ein bisschen Silizium. Ja. Dann hier die Saphir, die Platten. Okay, alte Dukat. Sehr cool. Kann verkauft werden. Ein Blattstein. Schön, dass wir das auch so schnell haben. Ah, eine weiße Scherbe noch. Ist auch noch sehr gut. Ja, ich denke mal, tun wir mal den Loot rein. So, 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 so. Ja. Und dann gucken wir hier oben. Gut, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.